Ja, mal kurz den Hammer auswählen. Kann ja sein, dass uns irgendjemand entgegenkommt. Da ist irgendwie kein Weg. Hier ist Mais. Ah. Können wir das öffnen? Nein. Wer liegt denn hier? Da wurde aber jemand gebrutzelt, ne? Mit etwas viel Energie, so wie es aussieht, oder? Das sind ja keine normalen Klammern, oder? Wir können die abgetrennte Hand aufheben. Aber Moment, vorne an diesem Tor, am Anfang, da war doch dieses Handsymbol. Da können wir die Hand doch normalerweise dran halten. Würde Sinn machen, oder? Können wir sonst noch irgendwas mitnehmen? Nein. Hier ist immer noch kein Weg. Hier können wir auch nichts aktivieren. Also wir haben jetzt die Hand eingesammelt. Was denn mit dem Muffin? Der Muffin könnte normalerweise auch da in die Tür rein. Die CD könnte auch passen, weil die ist rund. Macht ja irgendwo Sinn. Und die wollten noch einen Key haben, aber wir haben keinen. Ich habe zwar einen zum Verlosen, aber der passt leider nicht in das Tor rein. Nochmal kurz den Hammer hier auswählen. Ich glaube, wir haben hier gar nichts übersehen, oder? Hm, keine Ahnung. Ich würde sagen, dass wir jetzt erstmal zurückgehen. Entweder zum Bunker. Da, wo wir die Hand hinlegen können. Oder wir gucken hier nochmal ein bisschen rein im Haus. Ob wir hier irgendwas übersehen haben. Hier oben auf dem Dachboden sind wir einmal gewesen. Wir hatten ja nur den neuen Weg geöffnet. Ja, hier kann was platziert werden. Der Hammer? Nein. Wie sehen denn meine Sachen hier aus? Die Zange? Nein. Da muss eine Kette hin oder irgendwas muss hier hin. Alte CD, Holzhammer, nein. Ich habe irgendwas übersehen. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir laufen jetzt erstmal so mit der Hand rum. Blutige Hand. Tote Hand, besser gesagt. Wir müssen da irgendwas übersehen haben. Hier in diesem Badezimmer war gar nichts drin, kann das sein. Unten, ja. Da haben wir dieses ranzige Maisöl hinzugefügt. Aber hier oben? Nee. Ja, hier ist ja wieder der Papagei. Ah, Papagei. Und wir gehen runter. Was sind denn hier noch für Bilder? Keine Ahnung. See oder so? Was soll das sein? Ein See? Ein Weg? Keine Ahnung. Ein Berg und der Himmel? Oh, Mais, oder? Nein, eine Sonnenblume. Okay. Ach, mit der Zange haben wir jetzt was gemacht? Ach, einen Anhänger haben wir. Den können wir normalerweise oben dann anbringen. Hinlegen. Wir haben die Hand gelöst. Okay. Was soll das? Wir brauchen ranziges Maisöl, um die tote Hand zu befreien. Oh Mann, können wir noch irgendwas reinlegen? Den Muffin, dann ist er wieder gut, oder? Nein, verdammt. Gut, dann gehen wir nach oben. Anhänger ablegen. Wenn der das denn gewesen ist, aber glaube ja. Anhänger, das war hier. Kartoffeln liegen hier immer noch rum. Okay, wir haben den auf die Werkbank gelegt. Wir könnten mit dem Muffin draufhauen. Wir haben jetzt mit dem Hammer draufgehauen und den wieder flach gehauen. Oh Mann, dafür hätten wir den Muffin auch benutzen können. Ich glaube, jetzt haben wir alles, oder? Wir haben jetzt die Hand. Die CD haben wir aufgesammelt, den Anhänger. Können wir normalerweise diese Tür aufmachen beim Bunker? War das hier gewesen? Ich glaube ja. Wieder zurück ins Maisfeld.
Aber da war ja überhaupt kein Weg gewesen. Irgendwas übersehen hier? Nein. Es gab doch nur einen Weg zurück, oder? Können wir uns jetzt hier verlaufen im Maislabyrinth? Glaube nein, oder? Doch. Verdammt. Wo ist der Hammer? Ach, verdammt, habt ihr ihn ja abgelegt. Dann nehmen wir die Hand als Sekundärwaffe. Obwohl wir die jetzt brauchen, um die hier reinzulegen. Gut. Anhänger. Und hier rein. Muffin, bitte? Nein. Dann die CD. Gepolter. Seltsame Musik. Aha. Ja? Hey! Hä? Hey! Wo? Hey! Da ist der Mais, Leute. Willkommen bei Mais. Before you're allowed to enter. A doctor and his son are in a car accident. No, not that one. Say the one about the guy who hung himself. Mais 3? You just gave that one away. Ich hatte die einen Namen. What animal walks on four legs in the morning? That one's boring. I'm Riddle President today. I get to pick. Oh yeah. Why is he president every time? I've actually been a bit unclear on the election. Oh, we should just yesterday argue with that. An empty bus pulls up to a stop and 10 people get on. At the next stop, 5 people get off and twice as many people get on as at the first stop. At the third stop... Bitte langsamer. So, which one of us is named Jim? Hä? Am I Jim? I thought he was Jim. No, that's Bill. Where's Bill? You're Bill. Boo? Oh, that's right. You may as well enter as we sort this all out. Let's hope you're better than the last one. Ich finde das so kurios und witzig, also, das ist der Wahnsinn. Wo gab es Mais in einem Videogame, der reden konnte und laufen? Nirgendwo. Oh, watch out for our brother down there. He's a bit odd. Komm zurück, Mais! Oh, nein. Okay, wir haben immer noch den Muffin. Wir haben nur noch den Muffin, ja. Was haben wir denn hier? Ted, keine Panik. Setze den Lift wieder zurück. Wenn wir ein paar Monate Daten gesammelt haben. Wir haben zu viele Futterpellets gekauft. Irgendwie müssen wir sie ja loswerden. Bob. Bob war... der eine Mais-Typ, oder? Hieß der Bob? Oder Bill? Keine Ahnung. Also irgendwie ist er auch zu kaputt. Moment, müssen wir hier drücken oder so? Ah, jetzt können wir drücken. Wir können was aufheben. Wir haben ein muffiges Futterpellet gegessen, okay. Wieso läuft der Timer ab? Der Aufzug ist doch kaputt, oder? Wieso sollen wir jetzt nochmal drücken? Wieso sollen wir das nochmal essen? Ah. Tür bitte aufmachen. Hallo. Maiskolben, kommt zurück. Ich habe aber keinen Bock, was zu essen. Also wir müssen jetzt drücken und dann was essen, damit die Tür aufgeht. Das ist aber gemein. Wir sind doch keine Ratte. Ratte im Käfig oder ein Huhn, genau. Hühner, die nach ihrem Korn picken. Kommen mir gerade so vor wie ein Huhn. Oh, ja. Jetzt haben wir genug gegessen und dürfen also weiter. Aha. Wird geladen. Also wie es aussieht, war das das erste Kapitel. Wenn man es ein Kapitel nennen kann, aber ich finde es einfach nur zu genial mit Mais, der reden kann und laufen kann und Narben hat. Also, mal gucken, was jetzt noch kommt. Wird geladen. Mal gucken, wie lange das hier überhaupt lädt. Man hätte auch so ein bisschen Mais einfügen können im Ladebalken. Das wäre auch ganz nett gewesen. Wird geladen. So, wo zum Teufel sind wir hier gelandet? In einem Bunker? Bob, okay. In der Lobby von Bob sind wir. Können wir auch wieder zurück? Nein. Was haben wir denn hier? Hi Ted, keine Sorge, habt einen guten Deal bekommen, Mengenrabatt. Wird die Anlage aufmöbeln, bla bla bla. Könnte uns eine Menge Geld einbringen. Wer ist Bob? Der Mais? Oder
grundgütiger Bob, was zum Teufel ist das? Achso, das hier ist Bob, so wie es aussieht. Hat man ja gerade hier gelesen. Er hat einfach hier die Figur hingesetzt. Bob, deine Idiotie. Was? Idiotie ist grenzenlos. Alles klar. Ich finde das auch gut, dass hier alles übersetzt ist. Ein gemaltes Porträt, ja. Können aber nichts machen. Und hier? Können wir auch nichts machen. Was war das? Moment, wir müssen hinlaufen. Mit dem Muffin wird er verprügelt. Was war das? Es ist weg. Könnte das der Endgegner gewesen sein? Sollen wir mal hinterherlaufen? Nein, oder? Wir gehen lieber woanders hin. Ein Umhang? Nee. Was zum Anziehen? Was haben wir hier? Bob, du Idiot. Du hast einen guten Deal bekommen, weil sie komplett nutzlos sind. Niemand kann sie tragen. Ja, der Meister kann keine Anzüge tragen. Macht ja auch irgendwo Sinn. Okay, wir haben noch den Muffin und das Oberteil. Was haben wir hier? Ja, hier könnten wir normalerweise, an dem Teil könnten wir doch das Oberteil aufhängen, die Jacke. Können wir hier irgendwas aktivieren? Können wir telefonieren? Map, map. Nein. Pizza! Wie viel Uhr haben wir denn hier? Okay, weiter geht's. Hier waren wir gewesen. Könnte hier ein Geheimgang sein oder so? Können wir irgendwas runterholen hiermit? Nein. Aber was war das vorhin für ein Wesen? Hier kann was platziert werden, aber wir haben nichts zum Ablegen, oder? Was haben wir hier? Hier ist eine Tastatur. Ne, Commander? Ja, Commander. Steht auf der Tastatur. Können wir doch hier ablegen, oder? Wieso? Wir haben gerade was auch immer auf die Werkbank gelegt. Ein Arm. Was haben wir hier? Hör auf, hier drin zu essen. Und Ted ist, so wie es aussieht, der Teddybär. Macht ja auch irgendwie Sinn, die Abkürzung. Und er beleidigt wohl immer. Haben wir ja bereits ein paar Mal mitbekommen. Also hier bei den Notizen gelesen. Oh, hier sind noch mehr. Noch mehr Beleidigungen, oder? Ja, das ist jetzt wieder von Bob. Wer auch immer Bob sein soll. Irgendwas mit der Tour. Bla bla bla. Bob, zuerst einmal, du bist ein Idiot. Keine Tumoren, okay. Penner, okay. Oh, das war Verzeihung. Sonst passiert noch was mit dem Video hier. Keine Werbung und so. Es darf doch niemals sowas in einem Video gesagt werden, oder? So ein böses Wort. Also müsst ihr jetzt selber vorlesen, darf ihr nichts mehr vorlesen, verdammt. Und hier hätten wir noch grundgütiger Bob. Ja, kann lesen wie ein 5-Jähriger. Okay. Aber, ne Moment. Ah, können wir jetzt... Ja, jetzt können wir das drauflegen. Haben wir hier noch... KI-Experimente. Aha. Der Teddybär macht also KI-Experimente. Was können wir hier... Wir können nur so rangehen, oder? An die Tastatur? Ja. Wir machen nur noch drei Sachen, aber wir können hier nichts draufpacken. Wir sind von hier gekommen, oder? Ich glaube, ja. Dann gehen wir jetzt erstmal runter. Aha. Da oben! Hey! Mais! Bob! Oder Bill, genau. Bill, was machst du da oben?
Haben wir hier irgendwas jetzt noch übersehen? Ich glaube, ich muss von oben lieber lesen, ne? Also wenn ihr Bock habt, könnt ihr das gerne mal lesen. Von mir werden die ganzen Notizen ja eh nur so überflogen sozusagen. Aber wir wollen zum Mais. Wenn im Wald ein Baum umfällt. Interesting conundrum. What kind of tree? Fir. Can it talk? Yes. Eine Tanne. Only after lunchtime. Is it wearing a lot of bells? Some, but not many. Is it in a glass house? Naturally. I have it. It does make a sound, but since it's a tree, it's too stupid to notice. Correct! Well done. Was zum Teufel soll das? Der Mais macht Witze über Tannenbäume. Also der Tannenbaum, wurde gerade gesagt, er kann reden, aber nur nachmittags und sitzt in einem Glashaus und hat Glocken um. Okay. Können die bitte weiterreden? Hey Bob. Können wir irgendwie hingehen? Nee. Willst du einen Muffin? Bob? Ach nee, Bill war sein Name, oder? Bill? Was mit dir? Anderer Bill? Kuckuck. Wieso gucken die so grimmig? Hey! Irgendwie wirst du alt. Du kriegst langsam graue Haare. Nee, die sind sogar weiß, oder? Das sind keine blonden Haare, nein. Die sind gefärbt, oder? Komm, antworte mir. Verdammt. Die haben irgendwie keinen Bock. Dann müssen wir halt wieder gehen. Was haben wir hier? Klimaanlage. Aha. Pizza. Wieso liegt hier so viel Müll rum? Ach, da oben hängt noch was. Moment. Ach, wie viel Burger kann Bob essen? Wir könnten ja mal kurz nachzählen, aber das würde wohl zu lange dauern. Wie kann man einen Burger überhaupt auf der Toilette essen? Und dabei noch so viel Müll hinterlassen? Ja, das hier sieht irgendwie aus wie eine Geheimtür. Ja, so, dass das Regal dann hier so hinfährt. Dass wir dann hier rein können. Aber wie kriegen wir das auf? Das einzigste Buch, was irgendwie anders liegt, sind oben die zwei und das hier unten. Gibt aber leider keine Funktion zum Bewegen. Was hier mit dem Mais? Hey, Bill oder Bob, wie auch immer dein Name war. Nein, Bill. Freddy oder wie hieß der andere nochmal? Der andere Maiskolben. Hey. Na, die haben keinen Bock mit mir zu reden. Jetzt aktuell viel Sachen im Inventar. Was sollen wir mit dem Muffin machen? Wir sind von da gekommen, oder? Dann haben wir nach oben geguckt. Genau, zu dem Maiskolben. Dann können wir nur noch hier lang. Und hier liegt ja genauso viel Müll. Also muss Bob hier auch gewesen sein. Oh. Wer wohnt denn hier im Moment? Bob, oder? Ja, das ist das Büro von Bob. Alles klar. Oh, lecker Bagels hier. Die müssen wir mitnehmen. Was haben wir denn hier? Aha. Können wir das irgendwie umwerfen? Das wäre cool, oder? Nein. Einen Rucksack haben wir aufgehoben. Ist der Mais noch da? Ach, keine Ahnung. Was haben wir hier? Ekelpaket. Also der Teddybär hat den Zugang zur Toilette blockiert, weil Bob keinen Bock hat aufzuräumen. Ich habe die Nase voll davon, jede Woche das Gefahrgut-Team herzubringen, okay. Also es gibt ja einige, die brauchen den Untertitel, andere können die Notiz selber lesen, aber macht das immer so mit dem Untertitel, macht den immer an. Finde es halt doch irgendwie angenehmer und einfacher, dann lieber den Untertitel zu lesen. So habt ihr ja auch etwas davon.
So, glaube, hier liegt gar nichts. Kann das sein? Keine Ahnung. Oder wir müssen dann nochmal zurück nachher. Oh, der Mann ist immer noch da. Da war immer noch kein Bock mit mir zu reden. Hier ist irgendwie ein Weg, aber doch kein Weg. Also gehen wir wieder. Wir sind von wo gekommen? Denn wir sind hier gewesen, oder? Was können wir denn? Den Rucksack? Was haben wir noch eingesammelt? Das haben wir eingesammelt. Wir haben kaum was eingesammelt. Da sind wir gewesen. Von hier sind wir gekommen. Genau, also gehen wir jetzt einfach mal hier lang. Irgendwie ist hier kein Weg. Ah, doch, hier.